Moin, moin und willkommen zurück bei einem SWG-Vlog. Wir haben heute was vor. Für uns geht's heute nach Köln zum Adalia Black Tasting und da dachte ich, nehme ich euch mit. Der Alex kommt gleich noch vorbei, der fährt bei uns mit und die Mia ist natürlich auch dabei. Aber gerade geht vielleicht noch schnell Cola an, damit ich noch ein Stündchen gerade ein Frühstücksgrape rauchen kann. Oder so. Naja, wir müssen mal einen Kopf bauen. So, hier ist der Frühstückstabak meiner Wahl, kann man sagen. Und das Ganze wird gebaut hier auf dem Little Pro. Den habe ich noch zu Hause, den werde ich jetzt testen. Und ja, gerade nicht umgefüllt, sondern einfach da drinnen. Und Kohle geht an. So, da ist das Ding gebaut und ready. Im Little Pro in dem neuen Colorway. Brünchen Grape 2 am Morgen. Als Begleitung zur Hauptspeise wird es übrigens ein Weizen-Toastbrötchen geben. Und die sind auch gerade in der Mache. So, Pfeifchen läuft und kann man rein in die Masse, würde ich sagen. So, es geht los. Wir sitzen im Auto. Alex ist auch dabei. Servus. Laut Navi fahren wir jetzt 2 Stunden 24 nach Köln für 208 Kilometer. Gucken wir mal, wie gut wir wirklich durchkommen. Aber let's go. So, wir stehen jetzt schon im ersten Stau, sollen aber nur 3 Minuten sein wegen der Baustelle. Genau, Baustelle 500 Metern. Wir wollten eigentlich zuerst ins Hotel und dann in ein Restaurant noch was essen gehen. Aber das Restaurant hatte nur noch um 14.30 Uhr einen Tisch frei. Deswegen fahren wir jetzt direkt in das Restaurant. Wir sollen um 14.23 Uhr ankommen, auch mit dem Stau eingerechnet. Hoffen wir mal, dass es klappt. Dann fahren wir danach nochmal ins Hotel und dann gehen wir zum Tasting. So, wir sind jetzt angekommen. Da drüben ist es Ahoi. Da gehen wir rein. Wie lange sind wir jetzt gefahren? Eigentlich sind wir bis aufs letzte Stück in Köln ganz gut durchgekommen, würde ich sagen. Wie es Navi gesagt hat, ne? War genau richtig. So, brauchen wir noch was aus dem Auto? Nee, ne? Okay. Dann gucken wir mal nach Ahoi. So, Alex, so, wie gehypt bist du? Auf das Ahoi? Ja. Ich habe schon Bock, muss ich sagen. Ja? Ja. Weißt du, wie ungewohnt es ist, einfach eine Kamera auf meinem Gesicht? Das ist jetzt einfach so. Das ist. Ja. Du musst die Leute nochmal abholen. Warum ist das denn ungewohnt für dich? Ja, weil ich. Hey, das ist mal. Echt jetzt? Hatten wir das am Anfang? Ich glaube schon, oder? Ja. Also in der Castaufnahme haben wir drüber geredet. Ach, das stimmt, aber noch nicht im Video, ne? Nee, in dem Video haben wir es noch nie erzählt. Stimmt. Du hast nämlich dein Face Reveal hochgeladen. Ja, wie man gerade sieht, ja. Ja, also, oder ich lade jetzt ein neues Face Reveal hoch. Ich lösche das andere alte, das alte einfach und du lädst ein neues. Das ist jetzt einfach. Das ist jetzt einfach das so. Ist es. Ja, also wir sind jetzt im Ahoi, Restaurant von Steffen Hensler und dann gucken wir mal, was es hier so Gutes gibt. So, ich bin gerade hin und her gerissen, weil der Max hatte den Thunfischburger und der fand den übertrieben gut. Und deswegen überlege ich jetzt, ob ich den nehme. Aber eigentlich hätte ich auch Bock auf so ein Steak oder Thunfischsteak. Weiß nicht. Gibt auch normale geile Burger, wäre auch eine geile Option. Ich weiß nicht. Hast du schon geguckt, Alex? Nee, ich wollte, aber es gab einen Verkauf. Okay, dann updaten wir gleich, was der Alex nimmt. So, also ich glaube, wir haben es alle. Mia nimmt die Veggie Sushi Bowl. Für mich gibt es den Tuna Burger. Und was nimmst du, Alex? Ich nehme den Crispy Fish Burger. Crispy Fish Burger. Klingt auch nice. Nach dem Bestellen erstmal ein bisschen Popcorn. Oder Alex? Salziges Popcorn. Gut, wir sind ja auch im Hamburger-Style Ahoi. Okay, Essen ist da. Ja, dazu Pommes und meine Kiwi-Smoothie-Limo. Also eine Limonade mit, was war es? Kiwi, Apfel? Lime noch, okay. Also es ist Kiwi-Smoothie gemischt mit Must-Have-Lime, genau. Ja, Alex, sein Burger. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Und Mia hat die Veggie-Bowl. Die sieht auch sehr nice aus. Freust du dich drauf? So, also ist sehr, sehr lecker. Also Pommes, absolutes Highlight. Burger war auch gut und ich bin sehr satt geworden. Wie sieht es bei dir aus? Ähnlich. Das ist ja eigentlich dein Teller. Ja, warte. Ihr seht schon mal, der Teller ist leer geputzt. Das war aber tatsächlich Alex Teller, weil Alex hat seine Pommes nicht geschafft. Und dann hat er mir noch seine Pommes gegeben, weil meinen Teller habe ich ja aufgegessen. Mia hat auch noch nicht aufgegessen, die ist auch schon satt. Aber saulecker. Also der Thunfischburger, ich hatte leider so zwei, deswegen liegt da auch noch ein Stück Thunfisch. Hatte leider so 2-3 kleine Strähnchen drin, aber abgesehen davon geschmacklich geil. Und die Pommes waren halt Killer, ne? Boah, die Pommes waren fast mein Highlight.
Soße war auch killer, ja. Also sehr nice. So, Ahoy war sehr nice. Jetzt haben wir noch eine kleine Zwischenstation gefunden. Und zwar ist uns eben spontan eingefallen beim Essen, dass es ja noch den LFDY Store gibt hier in Köln. Und deswegen fahren wir da jetzt noch schnell vorbei und gucken mal, ob es da was Nices gibt. Ey Leute, ihr glaubt's nicht. Er ist einfach vorbeigekommen mit Pfeife. Jetzt muss ich eigentlich kurz mein Mundstück holen, ne? Junge. Wie wild. Was hast du gebaut? Was ist da drin? Dieser von Hookahin X Blueberry. Der Extreme Blueberry? Ja. Wild. Wild. Und Alex? Und Lüfti? Marvin? Hm? Lüfti? Lüfti. Weil das Wetter so krass warm war, habe ich mir jetzt noch schnell eine kurze Hose geholt bei LFDY, damit ich hier nicht kaputt gehe das ganze Wochenende meiner langen. So, wir sind am Hotel angekommen. Gehen wir mal einchecken. Aufs Zimmer müssen wir eigentlich gar nicht, weil wir haben eh ja nur ein kleines bisschen Gepäck wegen einer Nacht und so. Deswegen checken wir jetzt einfach so ein und da sind wir. Wir fahren aufwärts. Nicht abwärts. Und, bist du hyped auf dein Zimmer? Safe. Was war das letzte Mal, weil du im Hotel warst? Boah, keine Ahnung. 2 Jahre? Vor 2 Jahren? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich immer zu spät weg war. Ich glaube, letztes Mal im Urlaub, ja. Gucken wir mal. Wir sind so 19. Wir müssen recht. Du bist ja noch höher, ne? Ja. Ja. Schau mal, wir haben aber vielleicht habe ich auf der rechten Seite 1 und dann bin ich früher als ihr. Ach so, ja, wir sind 219. Vielleicht liegen die direkt gegenüber. Das ist ja wild. Das ist ja wirklich wild. Aber ich Marvin Toffen auch schnarchen durch. Vielleicht höre ich dich auch schnarchen, du Sack. Krass, dann bist du echt vor uns. Die schlimmste Nacht der Welt. Ich komme einfach zu dir heute Abend, dann schnarchen wir uns gegenseitig voll und dann kann Mia ganz in Ruhe schlafen. Ich halte mich bei mir alles gut. Full front. Ich habe mir deinen Zugangscode schon abfotografiert. So. Ja. Süß. Echt süß. Ja gut, ne? Alles, was man braucht. 2 Betten. Der Fernseher ist ja lieb. Die müssen wir aber noch zusammenschieben, sonst wird es hier schwierig mit Kuscheln, ne? Wie? Wollen Sie einfach nicht kuscheln? Ha, Entschuldigung. Komm, geh. Walla Krise. Ich höre mir nur eure Konversation. Okay, weiter geht's. Tasty. Was? Nix. Hier ist was. So, Auto ist geparkt. Next Stop Ehrenbar. So heißt nämlich die Bar. Aber wir sind auch in Köln-Ehrenfeld, also macht das schon Sinn. Meint ihr, das ist kurz für die Ehrenfelder Bar? Ja. Ja, sind wir uns einig. Wie heißt die Bar nochmal? Ehrenbar. Ah, echt? Wegen Ehrenfeld. In Ehrenfeld. Verstehst du? Hast du verstanden? Ich hab's verstanden. Gut. So, wir sind angekommen. Die Ehrenbar in Ehrenfeld. Haben wir ja schon gesagt. Das ein oder andere Mal, ja? Das ein oder andere Mal. Reicht jetzt, glaube ich, auch. Wir gehen einfach mal rein. So, wir machen uns jetzt das erste Ründchen. Der Andreas hat hier das gute Zeug am Start. Und bei mir gibt's den Vandenberg, du hast den Halfen. Ich hab meinen Halfen dabei. Okay, dann bauen wir uns mal ein paar Köpfchen. So, Vandenberg ist gebaut. Bei mir, wie gesagt, der Adalia Black Wildberry. Und beim Alex gibt es den Cola, yes, im Hyphen B, ne? Die also Hyphen Batch 2. Ich wollte sagen, im zweiten Batch. Bisschen Pfannenloch angepasst und größer. Und das Ganze wird semi-dense gebaut, weil ich passe da erstmal auf. Weißt ja, du, ich habe es ein bisschen fluffiger gelassen. Ich bin mal gespannt, ob der mich anders wegscheppert oder ob es geht. Deswegen, ich habe Bock auf den Kopf, aber mir reicht es jetzt auch einfach, wenn es semi-dense bis dense ist. Ah. So, NPS auf Oldschool am Start. Obendrauf habe ich den Vandenberg, Callout 1 Plus und drinnen habe ich, wie gesagt, den Wildberry. Könnte ein Ticken intensiver sein, vom Geschmack her an sich, aber sehr, sehr lecker. Der Alex hat sich ja ebenfalls auf der NPS mit dem Shishaya Hyphen den Cola gebaut. Der ist sehr, sehr wild. Ist so eine ganz leichte Ingwer-Cola. Am Anfang ist er sehr, sehr würzig. Im Nachgeschmack kommt dann erst so richtig die Cola durch, aber auch ein sehr wilder Flavor. Ich muss, also von den zwei, die wir jetzt geraucht haben, würde ich sagen, erstmal Cola mein Favorit. Ja, also Cola auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ist so würzige Note vom Ululuki, finde ich. Und im Nachhinein kommt so diese Süße, die man vielleicht vom Ola kennt. Und ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen, in vielen Mischungen. Muss mal rauchen. Ich glaube, bei dir sieht der Rauch jetzt anders krass aus.
Ja, mit dem Fenster hinten dran, weiß ich gar nicht. Ja, und die anderen Leute, unter anderem der Herr David, auch eingetroffen. Ja? Es sind noch viele Pfeifen aufgebaut, so tastingmäßig, aber wir werden uns, also es sind auch alle, haben nochmal extra einen negativen Corona-Test gemacht, aber wir werden trotzdem größtenteils einfach bei den eigenen Pfeifen bleiben. Man muss ja da nicht risikomäßig übertreiben. Deswegen, wir sind ja eh schon die ganze Zeit im Auto zusammen gewesen. Das heißt, keine Ahnung, Alex baut sich immer eine Sorte, ich baue mir immer eine Sorte, dann probieren wir untereinander. Das sind 10 Sorten. Das heißt, wir müssen heute 5 Köpfchen rauchen, Alex. Mindestens. Ja, schaffen wir. Wir hatten auch beide gut Schmacht, als wir jetzt angekommen sind. Deswegen schnell Köpfchen gebaut und rein in die Masse. So, wir haben noch ordentlich geraucht, aber jetzt geht's erstmal noch was Schönes essen. Der Andreas hat uns schön einen Adana-Schmaus versprochen, oder Andi? Auf jeden Fall. Den besten in Köln. Den besten Adana in Köln? Aber jetzt regnet's. Ja, also let's go. Ja. So, angekommen bei Kebabland. Gibt es jetzt erstmal schön Adana. Wir haben uns in der Runde einfach dafür entschieden. Jeder oder so ziemlich jeder nimmt einfach 4 Adana-Spieße und ein bisschen Reis. Na? Deswegen Abfahrt. So, Adana ist da. Es ist sehr laut und ich bin sehr gespannt, wie der ist. Mir haben viele Leute von euch auf Insta geschrieben, soll übel gut sein. Ich bin sehr gespannt und sehr hungrig. Also würde ich sagen, filmen wir nicht leider rum, sondern rein da. Okay, Fazit nach dem Adana, legendär. Also Adana saugut, aber ohne Witz, guten Adana kriegt man schon ab und zu. Aber Junge, was ist denn mit diesem Brot? Das ist ja ab, oder Alex? Das ist geisteskrank lecker, dieses Brot. Also Alex hat ja gesagt. Das ist so krass. Die tunken das einfach in so einen Liter Adana-Saft oder so. Das ist so lecker. Aber Adana war wirklich auch sehr gut. Wir hatten jetzt jeder so 4 Spieße. Es war schnelle Druckbetankung, jetzt bin ich aber voll ohne Ende. So, Adana-Mahlzeit komplett. Der Andi hat auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Legendär geil. Und was braucht man nach einem reichhaltigen, guten Mahl? Ein Feierabendkopf. Das ist die nächste Mission. Also, man sieht es leicht auf der Kamera. Und? Kann man das? Oh. So, wir waren eben essen. Jetzt sind wir endlich beim Feierabendköpfchen angekommen. Hier gibt es jetzt eine Runde bei mir auf der ATH im Oblako mit Kalaut, eine Runde Gum. David hat den Pineapple und der Alex hat Wildberry und Cola im ATH, aber auf der NPS. Mal ein bisschen auf Oldschool angelehnt, ne? Und was sagst du zu den Schläuchen? Ist schon geil, oder? Wunderbar, ja, wenn das Raumschiff schwerer ist als das Schlauchset. So, langsam ist Feierabend in der Ehrenbar. Wir haben hier noch unseren guten Nachtkopf geraucht. Und ja, jetzt noch Kohle rausnehmen, kurz warten, bis alles kühl ist. Dann noch abbauen und dann geht's ins Hotel. Wir haben jetzt irgendwie 2 Uhr nachts oder so. Ja, 2 Uhr nachts. Ja, langsam ist Feierabend. So, einen wunderschönen guten Morgen aus dem Hotel. Wir haben jetzt nicht ausgeschlafen, aber wir sind jetzt wach. Und jetzt wollen wir noch was frühstücken gehen. Das machen wir jetzt. So, Sayonara, Hotelzimmer. Das ist der Alex. Hallo. Morgen. Tschüss. Was haben Sie sich zum Frühstück geholt? Ein Tomate-Mozzarella-Sandwich und eine Apfelzimt-Waffel. Was haben Sie sich zum Frühstück geholt? Eine Apfelzimt-Waffel, ne? Waffel. Eine Apfelzimt-Waffel? Ja. So, ich weiß nicht, wie laut der Regen ist. Ich glaube, ziemlich laut. Aber wir sind jetzt auf der Heimfahrt und relativ bald daheim. Wir hatten ja noch eine Kleinigkeit zu essen geholt. Hat sich ewig gezogen. Wir hatten so viel Stau. Wir hatten so viele Baustellen. Also in der Urlaubszeit über die Autobahn zu fahren, ist einfach nur basically Selbstmord. Jetzt holen wir uns noch ein Bubble Tea, dann gibt es daheim endlich ein Köpfchen. Und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was, wie es denn jetzt gestern war und was da überhaupt Sache war und so weiter. Erzähle ich euch dann alles noch ein bisschen. So. Ich bin wieder zu Hause, beziehungsweise auch schon wieder im Studio. Der Adalia-Trip ist schon wieder 1-2 Tage her, war aber sehr, sehr nice in Köln. Nicht nur der Adana war gut, auch der Adalia Black war gut. Ich wollte euch da aber noch ein bisschen was zu erzählen, weil ich glaube, wenn man das nur so jetzt in dem Video gesehen hat, dann kamen ein paar Infos nicht so rüber, die noch rüberkommen sollten. Und zwar war das praktisch ein Prototypentest. Das heißt, Adalia hat uns eingeladen, den noch nicht ganz fertigen Tabak schon mal zu probieren und schon mal Feedback zu geben. Und genau das haben wir auch gemacht. Der Alex und ich haben uns da fleißig durchgetestet, die anderen Jungs natürlich auch.
ja, zwischendrin immer mal einen Zug. Und ja, dann haben wir uns da fleißig durchgetestet. Wir haben viel drüber philosophiert, wie viel Nikotin sollte ein Dark Blend haben, wie viel Grundtabak sollte bei einem Dark Blend mit durchkommen, wie sollten die Flavor sein, wie viel Aroma ist die richtige Menge Aroma und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Ich kann so viel schon zu den Flavern sagen. Es gibt ein paar, da muss noch die ein oder andere Stellschraube noch ein bisschen gedreht werden, aber genau dafür war das ja auch eben da, das Meeting. Es gab aber auch schon einige, die, wenn sie genau so rauskommen werden, sehr, sehr nice sind. Meine Highlights bis jetzt in der Reihenfolge: Gum, Cola und Wildberry. Bei Wildberry muss auch noch so ein Ticken intensiver werden, aber vom Flavor war der schon sehr, sehr lecker. Hat sich sehr angenehm rauchen lassen. Man hat gemerkt, dass es ein Dark Blend war. Ich würde aber sagen, für einen Dark Blend sogar relativ human. Also kann man auf jeden Fall rauchen. Danke nochmal an Nadalia für die Einladung. Es war ein sehr cooles Wochenende in Köln. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auch mit dem Alex und mit der Mia dann noch zu Ahoy und zu LFDY zu gehen. Das war sehr, sehr cool und ich bin gespannt, wann der Tabak kommt und was er dann auch final kann. Danke fürs Zugucken, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen und dann bis zum nächsten Mal.